Gut, im heutigen Part schauen wir uns an, wie sich die Fusion und die Ritualbeschwörung sich aufs Duellgeschehen auswirkt. Und das Duell beginnt. Gut, checken wir zuerst unsere Monster. Afakrobat, Bildsmann, Gaia, Stufe 7. Wir müssten zwei Monster für dieses Monster opfern. Dann Schwertkämpfer von Lanstern und Kampfochse. Und wir ziehen... Die kenne ich gar nicht. Metallwächter. Stufe 5, Angriff 1150 und Verteidigung 2150. Okay, die habe ich noch nie gesehen, die Karte. Gut, fürs Erste würde ich sagen, wir setzen den Affenakrobat in die Verteidigungsposition und schauen nach, was die jetzt macht. Finstere Kammer der Albträume, ein permanenter Zauber. Immer wenn wir einen Kampfschaden bekommen, bekommen wir noch weitere 300 Punkte zusätzlichen Kampfschaden. Und sie spielt 7-farbiger Fisch, 1800 Angriffspunkte. Das entspricht derselben Anzahl wie unser Affenakrobat an Verteidigungspunkten, das heißt, nichts passiert. Bis auf dass unser Affe halt aufgedeckt wurde. So, ziehen. Wir haben einen Ritualzauber gezogen. Schwarzglanz-Ritual. Jetzt brauchen wir nur noch die Ritualkarte. Schwarzglänzender Soldat. Dann können wir unser Monster spielen. Fürs Erste, jetzt bin ich am Überlegen, soll ich mein Monster opfern? Ja, eigentlich nicht. Warum nicht, ne? Damit verstärken wir unsere Verteidigung noch weiter. Okay. Jetzt ist ihr am Zug. Und ein verdecktes Monster. Und sie setzt ihren 7-farbigen Fisch in die Verteidigung. Das wundert mich jetzt etwas. Denn die Angriffskraft ist viel höher. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Tributmonster gespielt habe. Vielleicht ist sie jetzt der Ansicht, dass mein Tributmonster eine höhere Angriffskraft noch besitzt, zusätzlich zu seiner hohen Verteidigungskraft. Und deswegen hat sie es vielleicht in die Verteidigung gesetzt. Und nicht schon wieder die hier, die kennen wir aus dem letzten Duell. Feierliche Wünsche. Erhöhe deine Lebenspunkte um 500, immer wenn du eine oder mehrere Karten ziehst. Na gut. Aber jetzt habe ich einen Vorteil. Da sie die Falle jetzt aufgedeckt hat, weiß ich jetzt, dass sie keine Falle mehr hat. Oder irgendwas anderes. Oder einen fiesen Schnellzauber. Das heißt, ich kann jetzt ganz, ja, ganz sicher ihren 7-farbigen Fisch mit dem Kampfochsen zerstören. So, ich deklariere die Battlephase und zerstöre ihren 7-farbigen Fisch. Okay, jetzt setze ich die Main Phase 2 in Gang und spiele Angriff annullieren verdeckt und beende meinen Zug in der Endphase. Feierliche Wünsche, sie hat weiter ihre Lebenspunkte, da sie eine Karte zieht in ihrer Draw-Phase. Und sie spielt ein starkes Monster, stärker als unser Kampfochse, um 50 Punkte stärker, Cherry Soldatenbohnenmann. Sie wird jetzt wahrscheinlich meinen Kampfochsen angreifen wollen. Gut, dass ich eine Falle gespielt habe, jetzt kann ich ihren Angriff annullieren. Und meinem Kampfochsen vor seinem Tod bewahren. Und sie setzt eine Zauber- oder Feindkarte. Okay. Sehr gut, wir haben den Ritual. Die Ritualmonsterkarte gezogen. Jetzt spiele ich den Ritualzauber. Schwarzglanz-Ritual. Jetzt muss ich noch Monster als Tribut anbieten, die mehr als Stufe 8 sind oder auch genau Stufe 8. So, was haben wir denn hier? Ich könnte Monster vom Feld aufgeben oder von meiner Hand.
Von Hand wäre es, glaube ich, ein bisschen besser. Dann wäre mein Feld wieder. Ja, dann wäre mein Feld nicht so leer. Pilzmann könnte ich abgeben. Schwertkämpfer von Lannister, dann hätten wir 5. Dann bräuchten wir nur noch. Ja, genau, ich glaube, ich opfere den da. Den da. Oder meinen. Nein, soll ich den Geierritter opfern? Geier und den da? Schwierige Wahl. Aber ich glaube, ich nehme jetzt den Pilzmann, den hier und den Schwertkämpfer. Und führe eine Ritualbeschwörung durch. So, das Ritualmonster hat 3000 Angriffspunkte. So, jetzt könnten wir theoretisch noch ein weiteres Monster spielen, will ich jetzt aber nicht. Was haben wir denn hier? Drachenmeister Gaia, okay. Für Drachenmeister Gaia brauchen wir Drachenfluch und Gaia Zorniger Ritter. Den haben wir bereits. Wir bräuchten jetzt nur noch Drachenfluch und eine Fusionskarte, dann könnten wir dieses Monster hier als Fusionsbeschwörung beschwören. Gut, dann greife ich jetzt mal mit meinem Krieger ihren Jellybone-Mann an. Okay, sie hatte keine Falle. Soweit, so gut. Endphase. Halt, was kommt jetzt? Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn ein Monster auf dem Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird. Zerstöre ein Monster auf dem Spielfeld. Och nee. Das war aber ein kurzes Vergnügen mit unserem Ritualmonster. Na gut, wenn sie es halt machen möchte, dann soll es halt machen. Ach Mensch. Ja. Aber wir können ja immer noch eine Fusionsbeschwörung machen. Allerdings brauchen wir zunächst die passenden Karten dafür. Schwur des Gamma-Schwerts. Das ist ein Ritualzauber. Diese Karte wird benutzt, um Gamma-Schwert als Ritualbeschwörung zu beschwören. Du musst außerdem Monster von deiner Spielfeldseite oder deiner Hand als Tribut anbieten, die zusammen 7 oder mehr Stufen haben. Mist, jetzt ruft die ein Ritualmonster. Material hat sie. Sie hat einen weißen Drachen abgelegt. Okay. Gamma-Schwert 2550. Ich werde unsere Verteidigungspunkte wahrscheinlich weniger. Und sie hat den riesen Steinsoldat verdeckt gesetzt. Kann ich vielleicht mal sehen, was ich nochmal gesetzt habe? Damit ich die Punkte vergleichen kann. Naja, ihr Monster ist stärker. Jetzt sind wir wieder im Nachteil. Aber vielleicht ändert es sich ja nochmal wie in der letzten Session, wo wir gegen sie duelliert haben, selbstständig. Alles klar. Ich ziehe und ich hoffe, es ist was Gutes. Drachenfluch. Jetzt bräuchten wir nur noch die Fusionskarte, dann könnten wir eine Fusionsbeschwörung machen. Eieiei, aber ich glaube, das haben wir jetzt verloren. Wir können jetzt nichts mehr machen. Na gut, dann gebe ich das hier an der Stelle auf. Und probiere es nochmal. Diese Duelle sind übrigens alle geskriptet, das heißt, es ist immer dasselbe Duell. Man muss halt immer es so lange probieren, bis man es geschafft hat. Alles klar, probieren wir es nochmal. Ich hätte mir vielleicht den Schwarzglanzritter aufheben sollen und nicht gleich ausspielen sollen. Denn dann hätten wir den, ja, dann hätten wir vielleicht mit dem anderen Monster angreifen können. Und dann hätte sie mit der Falle das Monster hier zerstört. Aber naja. Hat nein, Quatsch, das ging ja gar nicht. Ihr Monster wäre stärker. Hat nein, es lag im Verteidigungsmodus. Ja, egal. Na gut, dann spiele ich jetzt ein bisschen anders. Ich spiele. Wobei, jetzt wird sie wahrscheinlich. Ja, jetzt wird sie ein 1800er Monster spielen. Das heißt, Affenakrobat kommt jetzt. Das war am Anfang schon richtig. Mit dem Blocken. Okay, ja, wieder dasselbe Spielchen wie vorhin. Sie spielt erneut die permanente Zauberkarte Fensterkammer der Albträume.
und spielt wieder den siebenfarbigen Fisch. Ich habe ja gerade eben erwähnt, dass sie nochmal ein 1800er Monster spielt. Also das mit dem Affenakrobat ist auf jeden Fall richtig am Anfang. Es ist auch ein kleines Duell-Puzzle, wenn man es so möchte. Bloß auf mehrere Züge verteilt. Alles klar. Ich habe dann an der Stelle mein Monster geopfert. Ich glaube, das war auch ganz richtig, weil wenn ich ein anderes Monster spiele, wird sie es einfach mit ihren siebenfarbigen Fisch zerstören. Das heißt, ich werde jetzt mein Monster abgeben und eine Tributbeschwörung durchführen. Gut, Endphase. Jetzt wird sie ihren Fisch in die Verteidigungsposition setzen, wie vorhin schon eben. Genau. Mann, jetzt habe ich den Vorteil, dass ich ihre Fallen vorhersagen kann. Das ist jetzt feierliche Wünsche. Ich bin Pegasus. Ich tue alles vorhersehen, was sich macht. Okay, an der Stelle habe ich jetzt den Kampfochsen gespielt. Ja, ich spiele ihn nochmal. Ich glaube, das war auch richtig. Die Frage ist, was hat die für ein Monster hier? Das habe ich vergessen. Aber ich glaube, den siebenfarbigen Fisch zu zerstören ist auch richtig. Denn dieses Monster hat eine hohe Angriffskraft und es ist wichtig, starke Monster schnell zu zerstören. Gut. Dann setze ich meine Falle nochmal. Das war, glaube ich, auch richtig, die zu setzen. Bloß glaube ich, dass ich vorhin einen Fehler gemacht habe, dass ich den Angriff ihres Monsters annulliert habe. Und ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Denn, ich weiß nicht, das sind ja nur 50 Punkte Kampfschaden, die kann man eigentlich schon ertragen. Andererseits kann man natürlich Gaia nicht mehr spielen. Soll ich den Angriff annullieren oder durchgehen lassen? Das ist jetzt die Frage. Wenn ich den jetzt durchgehen lassen soll, also wisst ihr was, ich mache mir einen kleinen Safe State, ne? Für zwischendurch, damit wir das Ganze nicht nochmal machen müssen. Also wenn wir das jetzt annullieren, dann können wir den hier nicht mehr spielen. Allerdings kriegen wir im nächsten Zug eh den schwarzglänzenden Soldaten. Dann hat die allerdings ihre Falle und zerstört dann meinen schwarzglänzenden Soldaten. Das heißt, ich muss quasi ein Monster als Köder benutzen, damit ich den schwarzglänzenden Soldaten dann im Prinzip von der Falle retten kann. Und dafür brauche ich ein starkes Monster, mit dem ich dann diesen Monster zerstören kann. Das heißt, ich muss den Geier spielen. Wenn ich jetzt allerdings den Geier spiele und den dann opfer, kann ich im nächsten, kann ich keine Fusionsbeschwörung mehr machen, denn mir fehlt dann das Material. Schwierige Situation. Das ist jetzt nicht leicht. Was mache ich jetzt? Ach, wisst ihr was? Ich annulliere jetzt einfach mal den Angriff. So, jetzt setzt sie ihre Falle, wo mein Monster zerstören wird. Moment, da fällt mir das ein. Ich muss die Ritualbeschwörung noch nicht machen. Ah, jetzt weiß ich auch, was das wieder für ein Monster ist. Das ist der Stein-Dingens. Der Steinsoldat. Moment, mir fällt gerade auf. Wenn ich jetzt ein Ritual, also wenn ich die zwei jetzt abgebe, habe ich dann überhaupt noch Material für die Ritualbeschwörung? Dann habe ich 3, 5, dann fehlen mir 3 Stufen. Im nächsten Zug ziehe ich dann den Drachenfluch. Und dann könnte ich den wieder spielen. Dann müsste ich allerdings Kampfschaden jetzt erleiden. Allerdings wäre ich dann für ihre Falle safe.
Also ein Monster muss sie auf jeden Fall von ihr zerstören, sonst ruft ihr einen weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Und dann ist es noch schwieriger für uns. Andererseits könnte ich den natürlich dann mit dem hier dann zerstören, indem ich einen Doppelkill dann mache. Eieiei. Verzwickte Situation. Ich glaube, ich spiele jetzt mal Gaia. Kann auch sein, dass es völlig falsch ist, was ich jetzt gerade mache, aber ich muss es riskieren. Dann zerstöre ich ihren Jerry, sie aktiviert dann ihre Falle, zerstört meinen Gaia und dann rufe ich im nächsten Zug die Ritualbeschwörung den hier. Gut, jetzt kommt ihre Falle. Mein Monster wird zerstört. Genau, so sieht es ganz gut aus. Im nächsten Zug ziehen wir Drachenzaun und dann können wir den hier spielen. Jetzt haben wir endlich diese Falle weg und sind jetzt auf der sicheren Seite. Jetzt sind wir an der Stelle, an dem sie ihre Ritualbeschwörung jetzt durchführen wird. Seltsamerweise setzt sie jetzt ihren Riesensteinsoldaten in die andere Position. Och, sie macht keine Ritualbeschwörung, das wundert mich jetzt. Na gut, dann eben keine Ritualbeschwörung von ihr. Dafür kommt jetzt die Ritualbeschwörung von uns. Alles klar, ich wähle den hier und gebe Drachenfluch, Stufe 5 und Schwertkämpfe ab. Das entspricht genau der Stufe 8. Und wir rufen Schwarzfenster Nasulat als Ritualbeschwörung. Gut, jetzt könnte ich noch Pilzmann setzen, mache ich auch. Und jetzt zerstöre ich ihren Steinsoldaten, indem ich meinen Schwarzfenster Soldaten ihr Monster angreifen lasse. Das gibt jetzt einen großen Schaden, einen großen Schaden für sie. Gut. Wenn sie jetzt kein Material hat für ihre Ritualbeschwörung, haben wir schon ziemlich sicher gewonnen. Dann muss ich einfach nur den hier in die Angriffsposition setzen und dann mit beiden Monstern angreifen. Ah, aber sie schafft es trotzdem. Okay. Jetzt kommt eine Ritualbeschwörung von hier. Gamma-Schwert, das Monster ist schwächer als unseres. Sie zerstört jetzt unseren Pilzmann. Und Bodeneinsturz. Diese Karte bringt ihr gar nichts mehr. Sie verhindert quasi damit nur, dass wir mehr als drei Monster spielen können. Aber das ändert jetzt eigentlich auch nichts mehr. Und jetzt haben wir Fusionsweise gezogen. Mit dieser Karte kriegen wir eine Polymerisation von unserem Deck auf die Hand. Auch wenn wir keine Fusionsbeschwörungen mehr machen können, da wir das Material auf den Friedhof gelegt haben. Aber ich setze trotzdem ein, damit die unser Deck ein bisschen leeren können und die nicht dann ziehen, obwohl wir die gar nicht mehr brauchen. Dann haben wir quasi mehr Spielraum für andere Karten in unserem Deck. Und jetzt lasse ich Ritualmonster gegen Ritualmonster antreten. Meins ist stärker. Sie kriegt 450 Punkte Schaden. Und es sieht ziemlich gut aus für uns. Wenn sie jetzt aber was Schwaches zieht, dann haben wir ziemlich sicher gewonnen. Ach, sie erhöht nochmal ihre Lebenspunkte. Habe ich ganz vergessen. Und sie macht gar nichts mehr. Haben wir Faustkämpfe gezogen. Das reicht genau aus, um ihre Punkte auf 0 zu bringen. Gut, dann der zuerst. Und danach kommt der Faustkämpfer. Und wir haben das Duell gewonnen. Auch wenn wir jetzt keine Fusionsbeschwörung gemacht haben. Die wollte ich eigentlich noch zeigen. Aber man kann nicht alles haben.
Okay, im nächsten Part schauen wir uns an, was Effektmonster sind. Eine neue Monsterart schon wieder, das ist die letzte Monsterart, die wir kennenlernen werden. Neben den Synchromonstern natürlich auch noch und den XYZ-Monstern. Und dann schauen wir uns Effektmonster an, Kartenliste Kontrolle und dann Duell 6. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann, euer Janka LP. Ciao.